Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die Lösung. Ich lag in der Badewanne und ließ es mir gut gehen. Draußen war es tropisch heiß und seit 2 Tagen war kein Mensch zu mir ins Büro hochgestiegen. Möglicherweise hatten alle vorher schlapp gemacht und lagen jetzt übelriechend im Hausgang. Ich kümmerte mich nicht darum. Als ich mich am Fensterbrett von der Sonne trocknen ließ, klopfte es an die Tür meines Büros. Ein junger Mann erschien. Seine krummen Beine steckten in scheußlichen Shorts und zu allem Übel trug er dazu ein Hemd und eine Krawatte. Es war ein trauriger Anblick. Tobler ist mein Name. Ich habe einen Auftrag für Sie. Muss ich dabei auch so alberne Shorts anziehen? Was? Sie sehen aus wie ein zurückgebliebener Sängerknabe. Ein Anzug genügt. Sie haben doch einen Anzug, oder? Selbstverständlich. Seit 14 Jahren. Ein unauffälliger, aber gut repräsentierender Anzug. Hat früher mal einem Diplomaten gehört. Die Einschusslöcher sind kaum zu sehen. Ja. Ich habe zusammen mit einem Geschäftspartner eine Lösung entwickelt. Eine Lösung? Für Kreuzworträtsel? Nein, eine Lösung, die Farbflecken entfernt. So gut wie nie zuvor. Und damit kann man reich werden und sich so tolle Shorts kaufen. Die Produktion läuft noch nicht, aber das Patent ist angemeldet und es gibt bereits Interessenten. Die Lösung ist ideal, um zum Beispiel Graffitis von den Hausmauern zu entfernen. Und jetzt hat Ihnen jemand die Formel geklaut. Nein, aber ich möchte auf Nummer sicher gehen. Mein Geschäftspartner benimmt sich seltsam in letzter Zeit. Er drängt mich, die Erfindung an einen Chemiekonzern zu verkaufen. Ich möchte aber nicht verkaufen. Und jetzt befürchten Sie, dass Ihr Partner die Formel klammheimlich verkauft? Genau. Wie wertvoll ist die Formel? Tja, schwer zu sagen. Vielleicht ein paar Millionen. Die Marktchancen sind gut. Toll, dann können Sie sich ja bald richtige Hosen kaufen. Werden Sie mich in Aktien bezahlen? Das wäre möglich. Ich habe aber genug Geld, um Sie Cash zu bezahlen. Schade. Ich wollte mir letzte Woche ein paar Aktien von Martina Hingis kaufen, aber Ihre Mutter lässt da niemand ran. Werden Sie den Fall übernehmen? Natürlich übernahm ich den Fall. Der Kerl in den kurzen Hosen übergab mir Fotos seines Geschäftspartners und ein paar nähere Angaben zur Person. Ich zog mich an und setzte mich zufrieden an meinen Schreibtisch. Mein Faxgerät döste seit Wochen vor sich hin und weigerte sich stur, mir eine Nachricht zukommen zu lassen. Ich haute ihm mit der Faust eins auf den Deckel und dann geschah es. Sind Sie Philip Maloney? Ja. Wo kommen Sie denn her? Sind Sie dem Fax entsprungen? Ich habe ein Fahrrad für Sie. Fahrrad? Ich habe kein Fahrrad bestellt. Sie haben ein Fahrrad gewonnen. Es steht unten. Bitte quittieren Sie hier. Und der Fax? Ist der von Ihnen? Das geht mich nichts an. Wohnt Ihre Freundin bei Ihnen?